von der FPÖ, Mario Kunasek. Grüß Gott. Herzlich willkommen im Licht ins Dunkelstudio. Danke. Wir haben jetzt auch gehört und gesehen, welche Bedürfnisse die Menschen haben. Es geht eindeutig auch um barrierefreies Bauen. Das ist Ländersache. Wie ist denn da die Lage in der Steiermark? Was können Sie uns denn da erzählen? Ich denke, da kann man immer noch besser werden, gar keine Frage. Wir wissen, dass die Menschen mit Behinderung besondere Bedürfnisse haben. Wir wissen aber auch, dass die Menschen immer älter werden. Das heißt, das ist natürlich auch im Bereich des Bauens eine große Herausforderung. Aber nicht nur dort, denke ich, sondern in vielen anderen Bereichen auch. Und ich darf das als Steirer auch sagen, ich bin sehr froh, dass wir in der Steiermark schon auch sehr gute Organisationen haben. Ich habe einige besucht, auch die sich um Menschen mit Behinderung kümmern, aber nicht nur kümmern, sondern ihnen auch ein sinnerfülltes Leben bieten. Und ich glaube, das alles gemeinsam ist Verantwortung der öffentlichen Hand auf der einen Seite, aber natürlich auch von uns allen. Genau, diesen Spagat versuchen wir heute auch wieder zu schließen. Licht ist Dunkel ist ja schon, um jetzt ein bisschen allgemeiner zu werden, seit 51 Jahren auch am Heiligen Abend eine Institution geworden, die Menschen zusammenführt, unabhängig von ihren Bedürfnissen. Wir haben zuerst über Inklusion gesprochen. Da geht es darum, Menschen, die Behinderungen haben, in eine normale Teilhabe am Leben zu bringen. Aber wie lässt sich denn noch eine oft so gespalten empfundene Gesellschaft zusammenführen, wie es auch Licht ins Dunkel, glaube ich, zumindest an einem Tag schafft, wenn eine große Familie vor dem Fernseher sitzt. Wie lässt sich das gesamtgesellschaftlich übersetzen? Ich glaube, Licht ins Dunkel macht das natürlich sehr gut und auch großartig für Österreich. Aber ich glaube, wir alle haben jeden Tag auch die Aufgabe, zusammenzuführen, vor allen Dingen auch zuzuhören. Und ich glaube, das ist eine Tugend, die in der heutigen Zeit nicht mehr allzu oft vertreten ist, leider. Da haben wir alle eine große Verantwortung, zuzuhören, die Probleme ernst zu nehmen und dann ja auch als, sage ich jetzt mal, als Politik Lösungen zu finden, gemeinsam zu finden, und da könnten wir in der Politik manchmal auch noch besser werden, ein bisschen mehr als Vorbild dienen. Ich glaube, das würde uns allen gut tun. Dafür ist der Zeitpunkt des Heiligen Abends so ein Moment, wo man darüber auch nachdenkt. Tut man das wirklich als Politiker, wie die Gesamtperformance ist, was diesen Teil des Handelns betrifft, nämlich das Zusammenführen von Menschen, die vielleicht sonst schwieriger miteinander reden können? Na, ich glaube schon, dass man Auseinandersetzungen führen muss, auch in der Politik. Das ist auch in Ordnung, aber man muss schon auch immer danach auch wieder arbeiten können, gemeinsam. Und ja, der Weihnachtsabend bietet sich vielleicht nicht unbedingt dafür an. Warum? Da hat man die Familie, die man sonst weniger hat. Aber die Zeit. Reflexion, glaube ich, ist wichtig, dass man schon auch nicht nur Weihnachten, sondern überhaupt auch schon auch darüber nachdenkt, ob man selbst alles richtig macht. Und das würde ich mir auch wünschen, da mehr Zeit dafür zu haben und vor allen Dingen auch, dass alle über das nachdenken. Ich denke, Ihre Familie wird Ihnen das heute noch abverlangen, dass Sie alles richtig machen, und da ist der erste Punkt rechtzeitig nach rauskommen. Ja, das wäre ich schon auf alle Fälle. Mein Sohn ist 4,5 Jahre alt, der hat schon große Freude, ist natürlich auch schon aufgeregt, und da freue ich mich heute schon dann auch auf diese Zeit gemeinsam mit der Familie. Sehr schön. Auch ein bisschen zu feiern und auch natürlich auch mehr Zeit zu verbringen über die nächsten Tage. Wie ist da der Ablauf heute noch? Was machen Sie? Jetzt geht es nach Hause nach Graz, dann gehen wir in die Kindermette, wenn ich es schaffe, sonst macht das meine Frau mit meinem Sohn, und dann am Abend gibt es die Bescherung, dann gibt es das Essen und dann ohne Zweifel ein Kindesalter, in dem es am allerschönsten ist und am meisten glitzert. Und ich möchte die Verantwortung nicht übernehmen, dass Sie nicht rechtzeitig nach Hause kommen. Ich ziehe mich zurück von Ihnen, wünsche frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Frohe Weihnachten. Danke ebenso.